Hallo zusammen, willkommen zu Tag 3 im Erzgebirge. Heute fahren wir nach Grottendorf, quasi das Räucherparadies. Da werden die ganzen Räucherkerzen hergestellt, Räuchermännchen, Häuschen etc. Und das Tolle ist, ihr könnt da auch einen Kurs machen, in dem ihr selber Räucherkerzen herstellt. Ist eine ganz schön dreckige, aber sehr, sehr spaßige und wohlriechende Angelegenheit. Machen wir dieses Jahr nicht, haben wir in den letzten 2 Jahren gemacht. Und da blenden wir euch Fotos und Filme ein aus diesen letzten 2 Jahren. Ja, jetzt geht's los. Bis gleich. Wir sind jetzt in Grottendorf und stehen quasi vor dem Wahrzeichen von Grottendorfer Räucherwerk Grottendorfer. Hier, das ist ein riesiger Räucherkegel und da ist ein kleines Museum dran. Heute ist die Hölle los, wir haben Brückentag, der Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit, also 2. Oktober. Es ist halt super viel los, weil die meisten Leute einfach frei haben und den Tag nutzen, Ausflüge zu machen. Ja. Mindestens anderthalb Räucherkegel abschneiden. Hier sind wir jetzt in diesem großen Räucherkegel und da zeigen die, wie die damals produziert wurden. Das Holzkohle. Ich muss eh hier ganz reden, ich muss halt eh mit anderer Musik machen. Das Bild ist weg von der Oma. Kind guckt nicht begeistert. Ja, das wird wahrscheinlich so benötigt, Räucherkegel zu machen. So sollen die jetzt auch aussehen, wenn sie ganz professionell aussehen. Die Form bei dem Murphy, wo die Kraft hängt.
für viele Völkerschaften und suchen. Meinst du, wir können da drin einen Cappuccino trinken? Nein, Platz. Ich andersrum. Was macht die Mama? Oh, die Kerzchen. Was machen wir oben rein? Weil wir haben verschiedene Körbchen für verschiedene Leute. Oh, warte mal, gib mir mal den zweiten Hals. So, natürlich für Laura, für Mama, für uns, eins für Birgit. Ja, Kerzis. Ach, guck mal hier. Was hast du denn da? Dampflokduft. Nee. Nee, kannst du nicht. Da haben wir genug. Die darfst du nur alleine anmachen, weil die riechen echt kriminell. Wir waren shoppen. Vielleicht wieder ein bisschen mehr als eigentlich veranschlagt, aber hey, komm, ist Urlaub. Außerdem sind auch noch Geschenke dabei. Jetzt räumen wir das ins Auto und nach dieser anstrengenden Shoppingtour haben wir uns auch einen Kaffee und ein Cappuccino verdient. Vielleicht auch ein Stück Kuchen oder eine Suppe. Wir gehen jetzt mal ins Café gucken. Hallo, Amy. Lecker Kürbislatte zur Herbstzeit. So nicht, muss von der anderen Seite kommen. Oh. Ist natürlich auch Milchschäumchen dabei. Haben wir schon erwähnt, dass Amy stinkt wie ein Rock? Hat sich in Kacke gerenzelt, die Sau. So, Schluss jetzt. Da ist man den Kopf. Von da. Na gut. Milchschäumchen. Wespenschäumchen.
aus Shibori und einen Cappuccino. Hier ist das Café, wo ich gesagt habe, dass es direkt gegenüber ist. Super deutsch mal wieder. Also es ist auf jeden Fall direkt gegenüber unserer Ferienwohnung, jetzt bin ich da. Und ja, haben wir uns verdient, oder? Hat man sich. Hi zusammen. Er guckt sich um, ob da noch jemand ist, ja. Weil er schämt sich immer so ein bisschen beim Vloggen. Im Gegensatz zu mir, ich kann überall vloggen. Wir sind jetzt hier im Café König, direkt gegenüber von unserer Ferienwohnung. Guck mal, hier hängt ein ganz toller Herrnhuter Stern und blauer Himmel, Tannen, sehr schön. Ich habe mir einen Cappuccino geholt und eine Suppe, die kommt gleich aber erst, schätze ich mal. Bei Cappuccino und Suppe passt irgendwie gar nicht. Und das ist eine Erzgebirgstorte, das ist... Ja, speziell. Jetzt ist gerade meine Suppe gekommen. Ich musste unterbrechen, weil ich mich bedanken musste. Ne, was heißt musste? Das macht man freiwillig. Da, die Erzgebirgstochter. Das ist der Klassiker, die Erzgebirgstochter. Eine super leckere Sahnetochter mit, was ist das, Cranberries oder sowas. Ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall gut aus und hat mal irgendeinen Preis gewonnen, glaube ich sogar. Ein Waldmeister ein bisschen drin. Ja, hat einen Preis gewonnen. Die ist super. Und Kaffee König kann mir die besten Herzens, sagt man. Besten Gewissens besten, empfehlen. Besten Gewissens empfehlen. Weil da gehen wir eigentlich jedes Jahr hin. Tolles Café, schöne Lage, Blick auf den Skihang. Guck doch mal hier, der Michel mit dem Herrnhuter Stern und dem schönen Ausblick, toll. So, jetzt probiere ich mal live. Ja, ich krieg mit dem, wir sind mit dem Handy am Filmen, weil die Kamera muss laden. Und jetzt da das Stück, langsam zum Mund, damit ich mit der Kamera hinterher kann. So, ich hab's. Da grinst aber jemand. Ist lecker. Das ist super. Soll ich erst mein Cappuccino trinken oder soll ich erst mal eine Suppe essen? Wie du möchtest. Ich glaube, der Cappuccino wird kalt, wenn ich die Suppe zuerst esse. Die Suppe hält ein bisschen länger warm. Ich hatte halt jetzt Bock auf Cappuccino und auf Kürbissuppe. Ja, passt zwar nicht zusammen, deswegen muss man es einzeln trinken. Ganz kurz noch, wir sitzen hier im Wintergarten vom Café König. Da sind nochmal drei Tische. Nach unten kann man auch. Vier Tische sind sogar. Das ist noch ein kleiner Zweiertisch. Und hier kann man nach unten filmen. Die haben nämlich auch eine Pension, Hotel, irgendwas. Und da gibt es dann wahrscheinlich Frühstück. Und es sind übrigens, das ist Waldmeistersahne unten. Oben ist Preiselbeeren, leckere Sahnecreme, fluffiger Keksboden. Ist aus? Ist aus? Ja. Prost! Ist aus. Wir trinken jetzt einen leckeren flambierten Kräuterlikör im Keramikfännchen. Der hat eben noch gebrannt. Prost! Mal probieren, wie er schmeckt.